Hallo und herzlich willkommen zur 98. Folge von Project Unstable 6. Ja, hi, da ist er. Wie ihr hört, immer noch krank. So, Hilfe. Es will einfach nicht weggehen, der Husten will nicht weggehen, ich weiß nicht warum. Ja, ich war ein wenig fleißig. Fangen wir drinnen oder draußen an? Fangen wir erstmal drinnen an. Also, ich habe mal 8 Controller-Blöcke gemacht. 8 EME-Controller-Blöcke, die schon mal hinplatziert und habe mal ein paar Futura-Blocks gemacht, wie ich mir das gerne vorstelle, wie dann am Ende das im E-System aussehen könnte. Anstatt dass wir so ein Ding machen, was praktisch in der Mitte ist und dann zu 4 Seiten weggeht, was wir sonst immer hatten als Zentrum, weil da hatte ich jetzt. Jetzt muss ich mal gucken. Moment. Ich glaube, dazu hatte ich nichts gelesen. Moment. Verdammt. Moment. Moment, ich muss mal gucken, nicht, dass ich jetzt irgendwas übersehe. Aber nein, gut, genau. Deswegen habe ich es jetzt erstmal hier hingebaut. Das heißt, unser komplettes Controller-Setup kommt hier hin. Ist ja erstmal der Plan. Das ist unser Haupthaus, das wird unser Haupthaus bleiben und wir gehen dann von hier hin halt überall hin. Wir haben hier das Zentrum, wir haben nach hier und nach da noch ein paar Anschlussmöglichkeiten. Die sollten an und für sich eigentlich reichen, weil ich kann theoretisch hier unten, wenn wir unten nur mal die Seiten benutzen würden, wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 mal 32 plus 5 mal 32 plus 8 mal 32. Theoretisch noch 9 und 10. Also, ja. Das ist dann mehr als genug. Und ich habe es erstmal so geplant, weil, also, ich hatte auch überlegt, ob ich den Controller vielleicht in unser Lagerhaus setze. Hier unten wäre sogar doof. Weil ich müsste dann die Kabel einmal nach links, rechts überall verteilen. Strom ist nicht das Problem, aber die Kabel. So, und Problem ist einfach nur die Channel. Wir haben das hier, wenn das hier unser Haupthaus bleibt, was es ja bleiben soll, dann brauchen wir hier auch ja praktisch schon das ganze ME-Zeug für unser Autocrafting und so weiter. Das heißt, wir brauchen ja einen Haufen Channel allein schon hier in diesem Haus. Weswegen ich mal geguckt habe und mal überlegt hatte, theoretisch sollte es reichen für alles Autocrafting und so weiter, dass wir mit 64 Channeln auskommen. So. Für Fernstrecke brauchen wir erst einmal, bin ich mir ziemlich sicher, nicht mehr als 32 Channel. Später definitiv. Entschuldigt bitte das Husten. Ich versuche mich immer wegzudrehen, dass es nicht so laut wird. Hilfe! Wenn man anfängt zu sprechen, dann macht erstmal die Luftröhre einen Querschnitt oder sowas. Ah, trunken. Geht schon wieder. Okay. Warum ist das hier alles voll mit Appetite? Und komm. Weiß? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ups. Ich glaube, hier hat sich wieder irgendjemand einen Scherz wahrscheinlich bei mir erlaubt. Okay. Mal gucken, das geht nicht rein. Das kann man auch vergessen. Ja, ich glaube, eindeutig hat sich jemand einen Scherz erlaubt, weil es sind immer nur 1, 2 drin. Weiß die Person denn nicht, dass es auf die FPS geht? So, okay, ciao. So, nein, das wollte ich noch. Das machen wir nämlich heute noch danach. So, okay. Ja, also wo war stehen wir? 32 Channel hier hoch, noch einmal hoch, noch einmal hoch und dann theoretisch die anderen gehen dann nach hier hinten wahrscheinlich weg. Gehen dann hier irgendwo an der Wand, in der Wand hoch, sodass wir die dann praktisch wegleiten können. Und dann machen wir 3 Konnektoren oder was weiß ich nicht halt für die einzelnen ME-Systeme. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das funktioniert. Ich glaube, die würden sich dann indirekt verbinden, wenn ich die an 1 schließe, ne? Also bräuchte ich dann 3 Konnektoren. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das schön machen werden. Weil diese Konnektoren sind schon ein bisschen hässlich. Ich meine,
Ich hatte überlegt, einen könnte ich hier hinten hin machen, könnte den hier rüber spannen und dann nach hier das ME-Netzwerk einmal bringen. Dann könnte ich hier rüber 8 oder 32 Channel, wahrscheinlich brauchen wir hier 32 im Lagerhaus, hier rüber spannen im Endeffekt, einmal da hinten. Und dann könnte ich hier vorne das hier lang lassen. Irgendwie. Oder hier rüber. Ich weiß noch nicht genau. Irgendwie muss ich mir das eh nochmal überlegen mit dem E-System. Aber auf jeden Fall, theoretisch haben wir dann auf jeden Fall genügend Channel. Jetzt schon. Ich habe es noch nicht angeschlossen. Ich hatte ein paar Sachen schon mal vorbereitet. Ich habe schon mal Dense Cable gemacht. Ich habe auch schon mal ein paar P2P-Tunnel gemacht. Also wir könnten dann anfangen, das alles mal irgendwann umzubasteln. Muss aber heute noch nicht sein. So, was habe ich dann noch gemacht? Ich habe, ich weiß nicht, ob man es schon gesehen hat, ich habe das Wireless-Ding weggemacht. Das Wireless, den Wireless-Access-Point. Und ich habe den mal umgesetzt. Und zwar hier rein. Da einfach mal hier nochmal ein Kabel hingesetzt. Und hier ist jetzt der Wireless-Access-Point. Hat eine Reichweite von 38,6 Metern. Das heißt, ich komme, ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Ich komme hier, komme ich ungefähr bis hier kurz hinter das Gebäude. So hier. Ne? Und in meinem Haus selber komme ich fast bis ans Ende. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier sollte ich es zeigen können. Ja. Also hier habe ich keinen Empfang mehr. Aber hier habe ich wieder Empfang. Also es ist fast das komplette Haus, was noch mit abgedeckt wird. Und weil wir es ja hatten, ich habe noch einen Access Point mal gemacht. Einfach nur mal, um zu zeigen, weil die Frage aufkam, ob das überhaupt mit mehreren Access Points funktioniert, weil man doch eigentlich einen hat, braucht. Man linkt nicht mehr die Access Point. Man hat ja mittlerweile die Security Station, die hat man ja schon eine ganze Weile. Da drin linkt man sein Terminal und danach ist das Terminal auf das Netzwerk gelinkt. Das heißt, egal wo ich jetzt hier, wenn ich jetzt noch einen Access Point dran mache, und der geht an. Gleich. Hoffentlich. Bitte. Danke. Kann ich hier drauf zugreifen. Das funktioniert ohne weiteres. Das ist wirklich nicht das Problem. Die können sich überschneiden. Und ich habe mal geguckt gehabt, vom Stromverbrauch her. Ein so ein Ding verbraucht 16 RF für 16 Meter. Das Ding da drüben verbraucht jetzt... Entschuldigung. Für 38 Meter glaube ich 36 RF, also ein bisschen weniger. Das heißt, es ist sogar indirekt effizienter, es nur mit einem zu machen, als mit mehreren. Dafür hat man halt immer nur eine Kreisabdeckung anstatt mehreren Punkten. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich sagen werde, ich werde hier den kompletten Zentrumsbereich abdecken mit meinem E-System. Und dann gibt es ja sicher so ein paar entlegenere Punkte. Beispielsweise wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, dass ich hier drüben auf dieser Insel ME-Abdeckung habe, wenn ich jetzt hier, sage ich mal, hier habe ich mein ME-Zentrum, sagen wir mal, wir machen einen Kreis, der so ist, dass er das alles einfängt, dann wird höchstwahrscheinlich hier das nicht mit drinne sein oder das Bienenhaus, weil das ein bisschen sehr abseits ist. Das heißt, wenn ich da ein ME-System hinbaue, kann ich dort einfach einen Access Point dran packen und dann ist alles gut. Und deswegen, das werden wir dann machen, dann machen wir dann nochmal zwei kleine Access Points, die einfach nur einen kleinen Radius haben, einfach nur um nochmal ein lokales Netzwerk zu machen, dass ich dort auch nochmal einen Access Point habe, um mein Terminal zu nutzen. Genau. So viel dazu. Das war das, das war das. Ich habe noch ein paar Blöcke vorbereitet. Das können wir dann in die Folge dann auch noch machen. Aber erst einmal nochmal das Letzte, was ich gemacht habe. Kommen wir zurück. Und zwar habe ich nämlich noch ein bisschen was aufgebaut. Und zwar hatte ich ja schon mal von der Baumfarm erzählt, was ich gerne vorhabe und gerne machen möchte. So, zum einen, ihr seht, er baut hier nichts an. Wie hat er das gelöst? Die Auflösung nachher. Nein, die kommt gleich. Aber erstmal ganz kurz, das hier soll der neue Punkt für die Baumfarm werden. Einmal hier auf der Seite und einmal hier auf der Seite. Hier. Also, einmal links und rechts hier von dem Gebäude. Oh, hi. Wo bist du auf einmal her? So. Ah, ein Kopf. So. Sollen Bäume angebaut werden. Hier in der Mitte kommt dann praktisch das Ding hin und ihr seht hier diese Streifen, habe ich auch schon mal alles ausmarkiert und gemessen. Warum hier hin? Weil ich es noch ein Stück weiter weg haben wollte und
Ups, falsch. Das war die falsche Taste. So. Und weil es dann genau in einem Chunk liegt. Ihr seht ja hier praktisch ist genau die Chunk-Grenze. Das heißt, die ganzen Bäume, die komplette Baumform liegt dann in einem Chunk. Nicht wie jetzt. In 3, 4. In 4. Jetzt im Moment liegt sie in 4 Chunks. Braucht aber zum Glück nur ein. Ne, 2. Ja. Aber das wird praktisch immer noch. So. Und ja, wie gesagt, das kommt hier rein. Das machen wir dann also ein bisschen schöner, dass es nicht so hässlich aussieht. Wir werden es wahrscheinlich mit einer Multi-Storage-Chest machen, dass wir praktisch alles dort reinschaffen und rausziehen, dass wir Fertilizer müssen wir irgendwie rankommen. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich doch sage, entweder ich mache eine Appetite-Biene und wir stellen uns Appetite her. Dafür bräuchte ich nochmal so eine Rural Occurs within Plane Biome. Okay, Plains Biome. Andere Möglichkeit ist Concentrated Compound, an den ich. Ich dachte, den konnte ich machen. Weil der auch von Magic Beast war. Ja, anscheinend gibt es da die Biene nicht. Oder er zeigt es mir nicht an. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt das irgendwie raus. Concentrated Compound. Kann ich mal ganz kurz googeln. Weil ich habe auch nicht von allem die Ahnung. Wie hieß es nochmal? Concentrated Compound. Gucken wir mal ganz kurz nach. Ist ein Item. Okay, das war mal eine Thawncraft-Integration. Aber da Thawncraft nicht integriert ist in Magic Beast in der Form, aktuell funktioniert es nicht. Weil früher konnte man aus einem Appetite einfach diesen Compound machen. Gut, das ist noch Thawncraft 4, das ist noch ganz schön alt, aber weiß nicht, ob es da mittlerweile überhaupt was Neues gibt. Das ist von 2016, das ist von 2018. Aber, naja, gut. Da wird wahrscheinlich nicht. Nope, keine Information dazu da. Das ist einfach nur ein Item, was rumdümpelt. Gut, so viel dazu. Ja, wie gesagt. Und jetzt gucken wir mal, wie ich jetzt hier diese Baumform so schön hinbekommen habe, dass ich sagen kann, hey, pflanz nur die Bäumchen an. Wie ihr seht, ich habe nichts geändert. Ich habe hier auch keine anderen Insert-Funktionen oder sonst was. Ich war einfach clever. Und zwar habe ich nochmal geguckt gehabt und mir ist was eingefallen. Er versucht ja immer Setzlinge dort reinzupacken. Und er kann nur Setzlinge akzeptieren. Das heißt, ich kann nicht mit Cobblestone oder sonstigen blockieren. Aber ich kann mit Setzlingen blockieren. Normale Setzlinge kann er ja alle anpflanzen. Welchen Setzling kann er aber nicht anpflanzen? Bloodwood-Sepplinge. Von Natura. Die Bäume wachsen verkehrt rum. Die wachsen an der Decke und auf Netherrack. Das heißt, das sind die Bäume, die er hier nicht auf den Humus anbauen kann. Tja. Clever muss man sein. Ich wette, ich könnte auch Ghostwood nehmen. Oder kann ich Ghostwood anpflanzen? Ja, okay, nee. Ghostwood kann ich nicht nehmen. Bloodwood geht, wie gesagt, nicht. Ich weiß gar nicht, ob es funktionieren würde, wenn ich es jetzt an einen Dirt setze, der jetzt mal. Das könnten wir mal ganz kurz probieren. Das geht schon wieder, siehst du? Aha. Man muss nur clever sein. Man muss nur wissen, wie man sich. Okay. Also jetzt wisst ihr, wenn ihr das blockieren wollt und nur irgendwie einen Teil haben wollt erstmal und nicht die komplette Reihe oder so. Wenn ihr Natura habt, Bloodwood Sapling. Alle Probleme sind gelöst. Ansonsten könnt ihr natürlich auch unsichtbare Blöcke drauf platzieren. Wie jetzt beispielsweise die Lichter von Blood Magic oder sowas. Sowas funktioniert natürlich auch. Oder sonstige Blöcke in irgendeiner Form. Sobald da irgendein Block oben drauf ist, den ersetzt er nicht. Er ersetzt nur die Blöcke hier drunter. Das heißt, ja. Ihr könnt eigentlich alles drauf machen. Ihr könnt auch ein Bit platzieren. Ja. Nur ihr könnt nichts machen, denn Humus, ich habe mal geguckt, er ersetzt alles Mögliche. Also ich hatte. Was hatte ich drinne? Was hatte ich probiert? Cobblestone auf jeden Fall. Ich habe gechiselte Blöcke probiert.
hat er alles ersetzt. Das war ein bisschen doof. Ich dachte zuerst, vielleicht ersetzt er nur alles, was Dirt, Sand und all sowas ist, aber nee. Der ersetzt wirklich alles. Von daher, nee. Gut. So viel dazu. Wisst ihr jetzt erstmal Bescheid? Wie gesagt, das mit den Blättern habe ich ja vor, die Seite hier drüben soll normal abgefarmt werden. Das wird praktisch wie so die Allee-Seite, weil hier kommt ja die Straße raus. Hier ist das Tor. Hier sind praktisch Blätter, die dann einfach normal decayen. Das sind Bäume, die einfach gefällt werden. Und drüben platzieren wir eine Manchu. Und die wird uns die ganzen Blätter zerfressen. Ah, das wird schön. Genau. In der Hoffnung natürlich, also, ne. Man muss ja immer gucken. Wenn jetzt beispielsweise das Holz noch da steht, weiß ich nicht, wie das Ding reagiert, das Arboretum. Ich kann ja, Moment, wir können das doch einfach mal austesten. Er baut es trotzdem ab, auch wenn gar keine Blätter da sind. Perfekt. So muss das sein. Solange hier unten auf dem Boden noch ein Block ist, baut es komplett ab. Perfekt. Das heißt, es ist wirklich die perfekte Bauform. So. Gut. Damit hätten wir jetzt alles geklärt, alles gesagt. Ich glaube, mehr hatte ich nicht gemacht. Das waren jetzt erfolgreich wieder die Hälfte der Folge. Es tut mir leid. Ach, und ich mache mir irgendwann mal noch Walnussholz, will ich machen. Achso, und falls man es nicht gesehen hat, ich habe hier noch allgemein sehr viel Holz sehr viel Wald weggeholzt und habe schon mal angefangen, hier so auszulegen, wo die Mauer hin soll. Ja, gut. So. Was machen wir heute? Erstmal was Einfacheres. Jetzt muss ich selber mal gucken, was ich alles vorbereitet hatte. Weil ich hatte nämlich mehrere Sachen gemacht und jetzt muss ich erstmal gucken, weil einmal war es im E. Genau. Ich würde sagen, wir machen das heute erst einmal. Ja, wir machen das erstmal. Und zwar habe ich 2, 3 Blöckchen vorbereitet. Zack. So, und zwar brauchen wir die hier. Emi-Chest, Color Applicator, Metacondenser und Storage Component. Das sind erstmal die Sachen, die wir jetzt erstmal brauchen werden, diese Folge. Theoretisch brauche ich noch einen Cobblestone Generator. Aber den kriege ich, glaube ich, nicht so schnell hin. Ich glaube, ne, gut, ich habe den Igneos Extruder, den könnte ich nehmen. Ich den umplatziere, verbraucht halt Strom. Na ja, gut. Dann haben wir doch hier direkt. Igneos Extruder Cobblestone. Und dann holen wir einfach mal einmal Wasser. Zack. Wasser. Und dann hole ich nochmal Lava. Düpi-düpi-dü. Zack. Und dann füllen wir das Ding mal auf. Und dann lassen wir das mal Cobblestone machen. So, das geht ja relativ schnell. Und zwar braucht 20 RF, das geht. So, und dann brauchen wir hier oben mal den Output. Und dann brauche ich mal eine Conduit. So. Das Ding braucht doch keinen Strom, ne? Der Metakondenser. So. Beziehungsweise, warte, wir kriegen das auch schön rein. Machen das auf die Seite. So. Und dann machen wir hier die Conduit hin. Einmal hier deaktivieren. Hier mal Extract. Und dann packen wir oben nämlich den Metakondenser hin. Der Metakondenser hilft uns nämlich so, Metaballs zu machen. Metaballs können in Paintballs gewandelt werden. In allen möglichen Farben können wir die machen. Und der Vorteil ist, diese Paintballs können digital in einem Color Applicator gespeichert werden und dann benutzt. Den Color Applicator, wie gesagt, habe ich schon mal vorbereitet. Braucht so ein 4K-Storage. Ich habe noch meine Emi-Chest gemacht aus einem Grund. Das kann ich euch dann nachher zeigen. Wir packen jetzt erstmal hier ein 1K-Storage. Reicht. Für die Metaballs würden wir eine Singularity mit dem Ding machen wollen, dann bräuchten wir eine 64K. Es ist im Endeffekt die Anzahl der Items. Für eine Metaball brauchen wir, glaube ich, 256 Items pro Metaball, also 256 Cobblestone und wir kriegen ein Metaball raus. Ich kann das mal jetzt hier aktivieren. Mensch. Zack, zack.
So, wir sehen, jetzt füllt das langsam auf. Die Stored Energy. Nicht Trash. So, wir müssen auf Condense gehen. Entschuldigung. So. Das heißt, wir füllen das jetzt auf. Ne? Stored Energy. Und wenn er die Energie einmal voll hat, also die 256, danach erstellt er uns einen Emmy-Kondenser. Wir können jedes Item hier reinpacken und er verschluckt es und macht uns daraus halt Metaballs. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise mal sage, ich nehme, wovon haben wir denn sau viel? Cobblestone einfach. Okay. Kann ich jetzt mal hier einpacken. Upsala. Und das werden wir jetzt einfach, das können wir auf ewig laufen lassen. Und jetzt haben wir Metaball. Das dauert, wie gesagt, eine ganze Weile. Weil nur wenn das Ding hier arbeitet, kriegen wir natürlich was. Ich mache nochmal ein zweites Hardened. Dann kann ich das schon mal hier draufpacken. Zack. Dann geht das Ding schon mal schneller auf. Wir brauchen natürlich jetzt 30 F, aber wir machen es noch schneller. Und zwar damit. Coil. Einmal das. Ich habe keine CPU mehr. Frei. Okay. Gut, müssen wir kurz warten. Ja, jedenfalls, wir machen jetzt erstmal die Metaballs. Das Ding sollte voll sein. Genau. Und was erlaubt uns dieser Color Applicator? Wie gesagt, wir können den beispielsweise in eine Emmy Chest packen, weil das Ding ist eine Speicherzelle. Das heißt, jetzt könnte ich praktisch oben drauf zugreifen, wenn wir dem jetzt Strom geben würden. Was bringt das? Ganz viel, sage ich euch. Und zwar, wir können hier bis zu 27 verschiedene Farben reinpacken, theoretisch. Also 27 Typen. Wir haben Farben. Und wir haben noch was zum Entfernen von Farbe. Und zwar Schneebälle. Wir können Schneebälle nehmen und können die beispielsweise mal hier reinpacken. Zack, zack. Jetzt haben wir hier 32 Schneebälle drin. Das heißt, wir können 32 Mal Farbe entfernen. Das heißt, ich nehme das mal ganz kurz hier wieder weg. Strom verbrauchen. Weil das Ding verbraucht nämlich die ganze Zeit. Und jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich mal hier Cable nehme, ein Black Cable, kann ich jetzt hier einfach drauf rechts klicken und kann somit die Farbe wieder entfernen. Das verbraucht jetzt natürlich Schneebälle nebenbei, während ich das mache, aber so können wir auf jeden Fall Farbe auch wieder wegnehmen. Und Farben werden sehr wichtig später, damit wir auseinanderhalten können, was für Netzwerke wir jetzt haben. Denn wir werden verschiedene Netzwerke brauchen. Wir werden ein Netzwerk brauchen für, für beispielsweise Sachen wie Flüssigkeiten. Das werden wir farbig kodieren. Wir werden was farbig kodieren, dass wir, also was heißt kodieren? Wir haben einfach ein Dense-Cable, was wir einfärben und danach werden wir komplett den P2P-Tunnel, alles was rausgeht und wo es ist und was weiß ich nicht, werden wir auch farbig in dieser Farbe machen. Einfach nur, damit wir wissen, an welches Kabel geht das jetzt, damit wir nachgucken können, wie viel Channel haben wir noch, damit wir nicht immer nachgucken müssen, okay, warte, woran ist das jetzt angeschlossen? Wenn alle Kabel gleich sind, wir können die zwar natürlich mit Cable-Anchern auseinanderhalten, aber mit Farben werden sie auch auseinandergehalten und das auf eine bessere Art und Weise. Und wir haben gerade noch zwei Metaballs. Ach du meine Güte. Das Ding braucht definitiv. Irgendwie, warte mal, gab es nicht noch? Igneos, nee. So habe ich das natürlich nicht gefunden. Moment, Specialization, muss ich gucken. Furnace, Induction Smelter, Compactor, Igneos Extruder. Water is no longer consumed. Mhm. Sedimentary, allows for the creation of sedimentary rock. Hm, ja, oh toll. Nee, bringt mir auch nicht. So, was brauchte ich noch? Ein Basic, ne? Ja. Nein. Zack. Auch noch ein Basic Circuit. Tippidippidippidipp. Wir müssen auch noch die Eisen, Gold und Ender-Chips so machen, dass die immer zur Verfügung stehen. Dass wir die auch wie die anderen lagern, das habe ich auch noch nicht gemacht. So. Das Ding hat jetzt gleich erstmal doppelte Geschwindigkeit. Kriegen wir hoffentlich ein paar Metaballs. Wie gesagt, wir brauchen einen Haufen. Müssen wir mal gucken, ob. Ich weiß gar nicht, gibt es noch einen effizienteren Cobblestone Generator?
Theoretisch könnten wir auch Gravel machen. Bräuchten wir diese Spezialisierung. Und dann kriegen wir aus einem Gravel kriegen wir 4 von den Piles. Da hätten wir noch mehr. Aus weniger. Glaube ich. Weiß ich nicht. Nun gut. So. Ja, jedenfalls Call Applicator. Praktisches Ding. Macht's euch auf jeden Fall. Einzige Problem natürlich, ich brauche jetzt einen Haufen Metaballs ersten Moment. Okay, ich bin voll. Moment. Zack. So. Und zack. 8. So. So. Dann kann ich nämlich erst ein bisschen einfärben, kann ich schon mal zeigen. So, zack. Und dann nehmen wir einfach mal Red als erstes. Oder nee, Ink. Wir machen sie erstmal so wieder. So, jetzt haben wir Paintball Black. So, den können wir jetzt auch mal hier einfügen. Ich will einfach nur mal kurz zeigen, wie es funktioniert. Zack. So, Paintball, Snowball. Wunderbar. Ja, weg. Zack. Und mit Shift und Mausrad scrollen kann ich hier durch. Jetzt über Black und Fluix. Fluix ist, wie gesagt, das Clearen von jeglicher Farbe. Black ist Einfärben in Schwarz. Das heißt, wenn ich jetzt ein Cable nehme, kann ich, ich will es einfach hier nochmal zeigen kurz. Zack, ich kann das Cable schwarz malen und ich kann es wieder clearen. Und es verbraucht übrigens nichts, wenn es schon clear in oder in der Farbe ist. Also ihr könnt nicht ein Ding mehrmals bemalen. Das geht nicht. Also es ist in der Hinsicht effizienter. Und es ist besser als jetzt zigtausend Kabel zu craften, die man dann manuell selber einfärben muss und was weiß ich nicht. Also, ja. Gut. Genau. Ich weiß gar nicht, konnte ich was anderes da eigentlich reinpacken? Ich glaube, normale Farbe konnte ich nämlich nicht reinpacken. Doch, kann ich. Aber maximal 40. Okay, man kann auch normale Farbe reinpacken. Das wusste ich nicht. Ne, ich kann sogar mehr reinpacken. Das habe ich all die Jahre nicht gewusst. Das geht. Okay, das geht. Ja. Ich glaube, der einzige Nachteil ist halt, es ist ineffizienter, als wenn ich Paintballs nehme. Weil mit einem ich kriege ja 8 Paintballs aus einer Farbe raus und so würde ich ja praktisch eine Farbe immer pro Block verbrauchen. Ich glaube, so ist es einfach. Aber es geht, falls ihr einen Haufen Farbe habt, genauso reinpacken. Zum Beispiel Bone Meal oder so. Könnt ihr wahrscheinlich dann zuhauf reinpacken. Okay. Gut zu wissen. Naja, gut. Haben wir wieder was gelernt, ne? Gut. So. Wie gesagt, ich mache immer gerne ME-Chest, weil, das Problem ist, wie kommst du sonst dran? Dann müsstest du ein Terminal haben, dann müsstest du ein Drive haben. Und da könntest du reinpacken. ME-Chest ist so viel einfacher für sowas. Genau. Gut. So, die Folge ist jetzt eigentlich zu Ende. Ich würde sagen, das andere, was ich noch vorbereitet habe, ich habe ja noch ein paar Sachen vorbereitet. Ich wollte nur, das brauchen wir für die P2P-Sache, wenn wir damit anfangen. Und wir brauchen noch ein bisschen was anderes. Ich überlege mir mal mit dem Ikneos Extruder, was wir da machen wollen. Ja, ich habe übrigens, das kann ich mal ganz kurz zeigen, den Polarizer mal ein bisschen geupgradet, sodass der jetzt, also das Augment hat man, glaube ich, noch zusammen gemacht, aber ich habe nochmal um eine Stufe auf Reinforced geupgradet, damit er nochmal ein bisschen schneller ist. Genau. Ansonsten habe ich eigentlich nichts gemacht, ne. Nö, das war's dann eigentlich. Also ansonsten war es hauptsächlich Vorbereiten für diese und dann halt nächste Folge. Und vielleicht so übernächste Folge, ich weiß noch nicht genau. Mal gucken. Ja. Genau. Auf jeden Fall, Baumform müssen wir noch verschieben. Wir müssen noch eine Munchtue machen, dass wir dann Mana rausbekommen. Wir haben noch 2-3 Sachen vor, auf jeden Fall. Also es wird uns nicht so schnell langweilig. Gut. Dann würde ich sagen, ich bitte mich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Und einen schönen Tag. Tschüss. Und mal gucken, dann sollten wir ja hoffentlich ein paar Paintballs haben. Ich kann ja mal... Moment, eine Sache mal noch ganz kurz.
Machen mal hier noch einen Extract rein auf dem braunen Channel. Packen das mal hier rein. Nee, Moment. So wird das nichts. Erstens soll es nach vorne gucken. Zweitens muss ich da jetzt irgendwie rankommen. Na, verdammt. Nee. North. Insert braun. So. So, damit kriegen wir jetzt die Motherballs hier rein und damit sollten wir mehr als genug Speichermöglichkeit haben, um unendlich Motherballs zu bekommen. Gut, alles klar. Dann. Weil bis zum nächsten Mal haben wir wahrscheinlich eine ganze Menge Metaballs und ich kann eine ganze Menge Farben machen und dann können wir alles einfärben. Yay! Okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und noch einen schönen Tag. Ciao.